Heute zeige ich euch eine alternative Ausführung des Vorwärts-Ochos mit ein bisschen mehr Charakter, sage ich einfach mal. Ob es euch gefällt, entscheidet ihr selber. Lange Rede, kurzer Sinn. Bisher haben wir die Ochos so gemacht, und das ist auch richtig so. Nach dem Vorwärtsschritt wurden die Beine geschlossen. Dann wurde der Pivot mit geschlossenen Füßen auf dem Fußballen durchgeführt. Die Ferse wird nicht aufgesetzt, sondern schwebt ganz knapp über dem Parkett. Soweit, so gut. Heute stelle ich euch eine Variante vor, und zwar diese. Nachdem ich den Schritt ausgeführt habe und mich in der Gewichtsverlagerung befinde, lasse ich das freie Bein hinten. Ich ziehe es nicht nach vorne heran. Ich lasse es hinten, um die Distanz, die mein Körper sich bewegt, auszugleichen. Ziehe ich die Ferse nach oben. Das hier nenne ich Projektion. Also Knieschluss. Die Knie sind nicht so sehr nebeneinander, sondern hintereinander, dann hat man noch einen besseren Effekt. So, Transition, Void. Und den Pivot, den führe ich jetzt tatsächlich mit den Füßen oder mit dem Fuß hinten geöffnet aus. Achtet bitte darauf, dass die Fußposition auch so bleibt. Nicht, dass ihr mir da umkippt, okay? Weil die Richtung ist nicht so schlimm, wobei die auch meistens nicht passiert, sondern es ist die hier, weil da habt ihr natürlich die Gelenkfreiheit, damit ihr umkippen könnt. Achtet darauf. Im Prinzip geht es darum, oder ist die Kunst die, den Fuß einfach nicht mehr zu bewegen. Also, hier in dem Moment, zack, jetzt ist er gelockt, ich habe den Knieschluss, jetzt bewege ich den Fuß nicht mehr. Der zeichnet jetzt nur noch diesen Kreis auf und zack. Und wie gesagt, schließt nicht zu früh, zieht nicht zu früh ran, dadurch geht euch etwas Effekt verloren. Insbesondere noch ein Wort für die Trägerinnen oder Träger von High Heels. Die eigentliche Schrittausführung empfehle ich euch so, dass ihr wie gehabt, also auf den Ballen nach vorne gleitet, hebt dort die Füße nicht und im letzten Moment sozusagen, wenn das Gewicht dann gewechselt wird, übertragen wird von diesem Bein auf dieses, dann geht auf den Absatz und rollt über den Absatz auf den Fußballen, um den für die Drehung, den Pivot dann auch tatsächlich zu benutzen. Während des Pivots bitte darauf achten, dass der Absatz, der Taco, wirklich nicht Kontakt zum Boden hat, weil damit kann man sich nicht nur Böden zerkratzen, sondern das hört man dann auch. Das ist nicht so schön. Also, Free Taco. Bam. Stehen lassen, Knieschluss, Pivot. Okay.